Entering Temple Entryway. Okidoki, diesmal mit erzwungenem Pistolenstart, 38 Gegner, 3 Secrets. Alles doch sehr machbar. Das erinnert mich ein bisschen an sowohl diese eine Map aus, ich glaube TNT, und auch an Alien Vendetta. So, okay. Fangen wir mal an. Kriegen hier direkt eine kleine Unterstützung in Form einer Berserk-Fähigkeit. So, ich will nicht, dass der Imp noch sich einmischen kann von da hinten. Wunderschön. Den kann ich hier gar nicht treffen, oder? Nee. Das heißt, dafür kann man jetzt wunderbar mal die Pistole verwenden. Und für den da oben doch genauso. Sehr schön, hat gar nicht so gut getroffen wie erhofft, aber naja. Ist erstmal wie es ist. Wir haben hier einen großen Tempel. Und perfekte Ziele für meine Faust. So gefällt mir das. Okay, wir würden eine Chain Gun hier hinten kriegen. Ich sehe auch schon hier eine Kerze. Und das signalisiert mir doch eh immer. Einen Red Key brauchen wir. Yeah. Ich appreciate ein Level, das mal wirklich für den Gebrauch der Berserk gebalanced ist. Okay, ja, da werden wir auf jeden Fall irgendwie hin müssen. Und mit irgendwie meine ich... Ha, frech, so einfach wird das mir nicht gemacht. Gemein. Gemein an der Stelle. Das hier wird irgendwie aufgehen. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Da ist bestimmt irgendwo irgendwas Gemeines Verstecktes. Vielleicht ja auch, vielleicht auch eine Walkline. Ach du Scheiße. Aber gut, komm, jetzt haben wir die Chain Gun, da können wir hier auch wunderbar, wunderbar reinrotzen. Okay. Sehr schön, sehr schön. So, dann können wir natürlich auch hier, blub, den Sprung wagen. Ja, du möchtest ja eh nur kämpfen. Hat sich hier... Ah, lol. Na? Das Gemeine ist, dass der jetzt doch ein bisschen unpraktisch gefeuert hat. Ich würde gerne... Ja, mehr... Mehr Infighting. Fuck. Na, shit. Na, schön. Nice, hat ihn gegessen. Uns geht's nicht mehr so gut. Tatsächlich, tatsächlich. Ich möchte eine Sache auch nochmal schauen. Weil das klang vorhin so ein bisschen zumindest danach. Als, genau, als hätte sich das schon geöffnet. Die Stelle mit der Shotgun hat sich schon geöffnet durch irgendwas. Muss man sich hier beeilen, yes. Also, ist, ja, war mir eigentlich schon klar, dass man die Shotgun hier kriegen würde, auch wenn ich es natürlich nicht wissen konnte. Deswegen habe ich es schon mal Shotgun-Stelle genannt, aber ja, wir kriegen die Doppelläufige direkt wieder. Das ist doch super. Ja, da muss man hin und wieder ein bisschen auf die Details von der Map achten, aber ich war mir eigentlich auch schon sicher, dass ich was gehört hatte. Ist auch ein Secret. Okay, cool. Ich weiß nicht warum, ich dachte, ich hätte hier... Generell einfach noch nicht alles angesehen. Ach lol, stimmt, das hier war... Das war noch gar nicht... Ah, das war noch gar nicht unten. Wie auch immer ich das dann jetzt noch runterfahren hab lassen. Vielleicht einfach über die Level Progression automatisch irgendwann. Ja, ich sag mal so, die Doppelläufige kommt jetzt sehr gelegen. Oh.
Eieiei. Ja, ja, ja. Vorsichtig sein. Zack, zack. AP und let's go. Ajo, funktioniert nach wie vor super. Absolut super bisher. Ich habe auch nochmal mich in der Textdatei ein bisschen informiert. So die knackigen, die wirklich knackigen Maps sollen wohl ab Map 20 rum circa anfangen. Deswegen haben wir es vielleicht noch etwas, ja, etwas entspannter bis zu dem Zeitpunkt. Aber wer weiß, wer weiß. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.